Willkommen zu Part 2. Let's go. Wir sind hier stehen geblieben. Wir haben das Spielfeld kreiert und das Fenster. Als nächstes müssen wir das Kreuz und den Kreis definieren. Dazu definieren wir zuerst das Kreuz. Sieht dann so aus. Ich nehme einfach zwei Variablen, zwei x und y, die einfach die Koordinaten darstellen sollen. Und ich schreibe alles vor und erkläre dann wieder alles. So, hier wurde alles definiert. Es sieht vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber es ist relativ einfach. Hier wird ein Turtle erstellt. Es wird dann einfach noch ein Speed hinzugefügt, was die Animation einfach flüssiger macht. Hier Hide Turtle bedeutet, dass der dann versteckt wird, so dass man den Turtle nicht sieht, also im Prinzip den Stift. Hier Color Farbe, Pen Size einfach die Breite, Pen Up, Pen Hoch, Go To ist, wo er hingeht, Pen Down ist, dass er wieder zeichnet. Forward ist einfach, dass er vorwärts geht, um diesen Wert. Und allgemein um den ganzen Wert werde ich mich jetzt erstmal nicht kümmern, da es mir nicht wirklich darum geht, dass ihr die alle versteht, sondern eher programmieren und nicht wirklich die Mathematik oder so. Ich habe das auch hauptsächlich durch Ausprobieren herausgefunden. Und was ihr noch wissen solltet, ist hier Set Heading. Das sorgt dafür, dass sich mein Turtle um einen bestimmten Winkel dreht, den man dann hier eingibt. Und dadurch kann man natürlich dann das Kreuz machen, weil die Linien ja schräg sind. Okay, als nächstes kommt der Kreis. Wird genauso mit x und y definiert und let's go. Okay, im Prinzip wisst ihr alle schon, was bedeutet. Das Einzige, was hier neu ist, ist hier die Funktion Circle, was, wie der Name schon sagt, einfach einen Kreis zeichnet. Okay, das haben wir jetzt. Als nächstes müssen wir uns überlegen, wie wir überhaupt wissen, in welchem Feld wir was zeichnen. Ich zeige euch das mal. Also wir haben jetzt definiert, wie man ein Kreuz und einen Kreis zeichnet. Wir wissen nur nicht, wie wir das machen, dass wenn ich hier raufklicke, dass genau hier ein Kreuz kommt oder ein Kreis. Oder halt bei den anderen Feldern. Dazu gibt es verschiedene Lösungen. Ich habe mich dafür entschieden, das mit einer Liste zu lösen. Und zwar habe ich vor, eine Liste zu erstellen mit jeweils 9 Elementen, die halt das Feld symbolisieren sollen. Und je nachdem, wo was gezeichnet werden soll, das Element in die Liste eingeführt wird und demnach passend ins Feld gezeichnet wird, wenn das hier zum Beispiel im ersten Element der Liste ist, dann wird es dann hier gezeichnet und im letzten dann hier. Okay, dann programmieren wir das jetzt mal. Zuerst erstellen wir einfach eine Liste. Ich nenne sie Teile. Und gebe dem 9 Elemente.
eine neue Definition, und zwar zeichnen, die dafür sorgen soll, dass wenn jetzt hier ein Element ist, sagen wir in der Liste kommt zwar ein X dazu, dann soll eben auch im ersten Feld ein X gezeichnet werden. Das machen wir jetzt mal. Das war's auch schon. Das ist ja, das ist jetzt nicht simpel, aber kurz darauf einzugehen: Hier wird einfach x auf minus 300 und y auf 300 gesetzt und einfach gecheckt, ob irgendein Element in der Liste Teile ein x ist. Und wenn es der Fall ist, wird einfach ein x gezeichnet oder ein Kreis und dann wird auch ein Kreis gezeichnet. Und wird einfach nur dafür gesorgt, dass es danach nochmal passt. Wie gesagt, gehe jetzt nicht genau auf die Mathematik ein, sondern das Programmieren. Wir können es auch direkt testen. Wir können ja hier jetzt einfach mal ein X reinzeichnen und hoffentlich funktioniert alles. Ah, erstmal müssen wir Zeichen ausführen natürlich. So, hab ich schon mal einen Fehler gemacht. Den suche ich jetzt erstmal. 2000 Jahre später. Also das Problem muss auf jeden Fall mit dem Winkel liegen. Ich habe, glaube ich, was vergessen. Wenn hier eine Linie C, wenn er da hingeht, ja, dann muss ich hier noch Kreuz Z-Heading. Das müsste minus 45 Grad sein. Test das jetzt mal. Ja, jetzt klappt's. Jetzt haben wir ein X. Probieren wir das nochmal mit dem Kreis aus. Lost. So lost, egal. Okay. Klappt schon mal. Wir können jetzt auch mal das ganze Feld ausfüllen. Mal gucken. Und schon haben wir ein ganzes Feld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass, wenn ich darauf klicke, dass genau in diesem Spot der Liste das gewünschte Objekt eingefügt wird. Dazu definieren wir die Feldbestimmung und das machen wir jetzt mal. Okay, so sollte es klappen. Also im Prinzip wird hier
die Zeile herausgefunden, die Spalte, das zusammen in ein Feld umgewandelt, was ich dann hier nochmal ausgeben werde. Das werdet ihr auch später mal sehen. Hier wird einfach abgefragt, ob, also in der Liste Teile, Index, Feld, also da, wo gezeichnet werden soll, ob es ungleich x und ungleich 0 ist, also Kreis. Also anders gesagt, wenn hier nichts ist, dann soll der Zug auch gleich nichts sein. Das heißt, es soll nichts gezeichnet werden. Es soll dafür sorgen, dass nichts doppelt gezeichnet wird. Aber wir haben noch Zug nicht definiert. Das machen wir nochmal hier. Sagen jetzt einfach, dass Zug immer, also der erste ist immer ein X. Das kann man dann auch wieder umändern. Dann müssen wir es nochmal hier einfügen. Dazu gibt es die. Dazu nutzt man Global. Zug und nochmal Teile müssen wir auch noch. Also die Liste. Also, wieso man es machen muss, ist das. Ich weiß nicht wieso, aber die Definition hat nie einen Zugriff auf Variable. Wieso, weiß ich nicht, aber man muss auf jeden Fall global dann, je nachdem, was man zugreifen will, aufschreiben, damit die Definition überhaupt darauf Zugriff hat. Hier wird dann einfach dafür gesorgt, dass der Zug sich einfach ändert. Je nachdem, wo bis ein X ist, dann wird es zu einem Kreis. Und wenn es ein Kreis ist, also hier einfach else, ist ja klar, wenn Zug nicht gleich X ist, ist es ja gleich. Zum Schluss wird das einfach gezeichnet. Ich entferne hier erstmal wieder alles. Jetzt gibt es noch, um das alles überhaupt auszuführen, gibt es eine Funktion und zwar Fen also On-Screen-Click. Ich mache das jetzt erstmal. Dann einfach hier Feldbestimmung, so wie Definition heißt. Im Prinzip so, gibt uns On-Screen-Click die Koordinaten. Also wenn ich jetzt auf irgendwo auf dem Feld klicke, dann gibt es mir die X- und Y-Koordinate, die ich dann hier brauche. Und das sollte theoretisch alles funktionieren. Mal schauen. Hier wird ein X gemacht. Wenn man hier links auch sieht, ist es Feld 1. Also ist es so nummeriert, dass das erste Feld eine 0 ist und dann so eine letzte 8 ist, was man dann hier sieht. Da es in der Liste immer so ist, dass der erste Index, also das erste Element immer 0 ist und danach geht es immer hoch. Also es fängt bei 0 an, nicht bei 1. Und wie man sieht, klappt das hier alles. Kann in jedes passende Feld abwechselnd X oder einen Kreis zeichnen. Jedoch, wenn man gewinnt, passiert noch nichts. Und das werden wir beim nächsten Mal machen. Ciao.